Nun, die Determination. Das ist das sogenannte Anlage-Umwelt-Problem, was seit etwa 100 Jahren in der Psychologie und in der Pädagogik diskutiert wird, nämlich die Frage, was von dem, was Menschen am Ende eines Lernprozesses oder eines Aufwachsenprozesses an Kompetenzen haben, ist durch die genetische Ausstattung der Menschen determiniert und was kann durch Umwelteinflüsse, das heißt durch Bildung, modifiziert werden. Diese Frage wird seit, wie gesagt, etwa 100 Jahren diskutiert. Lange bevor man etwas über das Genom und über die DNA wusste, glaubte man, dass es solche angeborenen Elemente in der Persönlichkeitsausstattung gibt. Einfach aufgrund der Beobachtung, dass Kinder ihren Eltern manchmal frappant ähnlich sind. Und das beobachtet man ja auch in der Tierzucht. Und deswegen denkt man, da muss irgendetwas in einem endogenen Programm ablaufen, was so etwas determiniert. Die Psychologen haben dafür in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Jahrzehnte hinweg ein psychologisches Antwortprogramm entwickelt, die Zwillingsforschung. Sie haben genetisch identische eineiige Zwillinge, auch dann zweieiige als Kontrollgruppe genommen, die nach der Geburt getrennt und in verschiedenen Umwelten aufwuchsen und dann geschaut, wie die Varianz ihrer kognitiven Leistungen, also Leistung, Intelligenz und der Persönlichkeitseigenschaften war. Und die Forschungshypothese war, wenn das Kind eines Generaldirektors bei einem Arbeiter groß wird, dann wird dieses Kind Arbeiter, wenn die Umwelteinflüsse wirken. Würde sich die genetische Programmierung des Generaldirektors durchsetzen, würde das Kind, obwohl es ein Arbeiterkind ist, Gymnasiast werden und vielleicht dann auch wieder Banker werden oder so etwas. Und in solchen Längsschnittstudien ist allerlei geforscht worden. Da haben sich auch einige Psychologen sehr unrühmlich hervorgetan, indem sie die Labortagebücher gefälscht haben. Einer der berühmtesten Zwillingsforscher hat gar keine eineigen Zwillinge gehabt, sondern hat einfach nur Geschichten erfunden. Das ist dann aber erst nach seinem Tod herausgekommen, weswegen man ihn dafür nicht mehr bestrafen konnte. Nicht alle dieser Forschungen sind so, aber auf jeden Fall lag das ja auch sehr nah. Das Ergebnis dieser Zwillingsforschung war, und so steht das in den Lehrbüchern bis vor etwa 10, 15 Jahren, 80% der Varianz sind angeboren. Aber, das erkennen inzwischen auch die Psychologen selbst, diese Methodik ist fehlerhaft und überschätzt den genetischen Anteil sehr stark, weil natürlich auch in den verschiedenen Umwelten viele Dinge doch homogen sind und deswegen eine solche Methodenfehler fast unvermeidlich ist.